Uff, uff. Ah, sie ist darüber. Aber im Dunkeln können wir ihr nicht folgen. Also meine Augen sind so strapaziert, ne? Jede Bewegung tut hier gerade weh. Ich hab schon mal ein Energy in den Kühlschrank gepackt. Ohne Chloes Energy-Lieferung wäre ich jetzt RIP. Oh Gott. Ja, Brownie, da hast du. Nicht mehr weit sein. Schauen wir mal, wo uns der Hund hinführt. Wahrscheinlich irgendwo eine Falle oder so. Das Signal, das muss Pirgir sein. Sie will, dass wir ihn retten. Sylvester! Ich bin seit 6 Uhr wach und muss noch bis 22 Uhr arbeiten. Bitte nicht nochmal. Oh Gott, du bist noch auf der Arbeit, Rip, Alter. Oh, das ist krass. Das ist krass, Brownie. Elfmeterschießen ist halt so unberechenbar. Ich guck mal kurz hier. Ah, ich darf hier nicht weiter. Alles klar. Zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Oh, geil. Boah, das ist sexy. Sexy. Das ist krass. Konnte Pirgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Oh, hier würde ich auch gern drin sitzen. Von hier oben sollte Pirgir leicht zu finden sein. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Drache! Okay, da würde ich doch nicht mehr drin sein wollen. Ein Drache? Atreus! Mir geht's gut. Und dir? Er schien wütend zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Ich bin jetzt Monster Hunter. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Geil. Ich habe gar keine Ahnung mehr von der Steuerung. Aber dann kommt gleich ein Drache. Das ist ja ganz toll. Also ein Discord-PN für später. Alles klar. Mystisches Tor. Lass mal gucken, wie das alles hier nochmal funktioniert. Okay. Fangen wir die Geheimnachrichten an. Ja. Boah. Nicht mehr lange, wenn der Drache seinen Willen bekommt. Wird er nicht. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Ja. Nur, dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier in Vanaheim? Das frage ich mich auch gerade. Okay, das ist ja richtig geil.
Das ist keine Discord-PN für später. Ist noch besser so. Der Krater. Namens Erse, was? Oh, Drachi, wie schön! Oh, geil. Gegen den werden wir bestimmt jetzt kämpfen. Da freue ich mich. Der Drache ist zurück und er ist wütend. Warum? Ich will... Warte mal, ich habe doch gar nichts getan. Ich wollte die Kiste. Können wir reden? Das juckt ihn einfach nicht. Das juckt ihn davon. Angriffs- und Rückzugstaktiken. Schlau. Es gefällt ihm nicht, dass wir hier sind. Ja, mir gefällt es auch nicht, dass er mich angreift. Ich guck doch nur. Es besteht kein Zweifel. Genau wie der gefrorene Blitz in Midgard. Doch ich war noch nie hier. Natsu, komm her. Seltsam. Wie sollen wir zu Pyr gehen? Über die Schiffe. Dann schauen wir nach einem anderen Weg. Sieht ja gut wieder hier an. Nice Pixel. So peitsche ich er so auch immer. Dieses Wurstding sieht komisch aus. Ah, das nenne ich interessant. Was ist das? Ich habe keinen Schimmer. Deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir eine Verwendung. Warte, hier drüben! Hallo. Was ist das? Sprech. An dem Tag, als dieses Tal zerstört wurde, wurde mein Geist zerrissen, entzweigeteilt. Ein Teil von mir liegt da draußen, bei meinem Körper. Wenn diese Brosche wieder ganz wäre, wäre es vielleicht auch mein Geist. Und ich könnte Frieden finden. Was weißt du noch vom Tag deines Todes? Alles ist vernebelt. Ah, ich sehe die geheime Nachricht gerade. Ich weiß noch, dass ich nervös war. Vielen Dank. Diese Brosche. Ich wollte mit ihr um die Hand meiner Liebsten anhalten. Bitte, ich flehe euch an. Stellt mich wieder her. Stellt mein Gedächtnis wieder her. Dann kann ich euch alles sagen, was ich von diesem Tag weiß. Deine Überreste, wo sind sie? Ich schaute hinaus auf das Tal. Dann begann der Boden zu beben. Ich versuchte, einer einstürzenden Säule auszuweichen. Oh, das waren Erso und ich, es tut mir leid. Da waren wir ein bisschen zu wild unterwegs. Vielleicht kann uns dieser Geist sagen, was sich im Tal ereignet hat. Wenn der Leviathan diesen Blitz eingefroren hat. Glaubst du, das heißt, Mutter war hier? Das heißt gar nichts. Wir wissen nicht, ob Fay hier war. Mag sein, aber der gefrorene Blitz erzählt dennoch eine Geschichte. Wenn wir wissen wollen, was hier passiert ist, brauchen wir die Erinnerungen dieses Geistes. Mhm. Dann gehen wir. Okay. Bisschen zu viel Feuer. Zu hot voll. Ja. Ich finde das voll schön hier. So wie wieder zu erkunden. Ich verstehe das nicht. Hallo Zack. Das ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebten. Irgendetwas ist passiert. Was? Wie eine Explosion? Muss riesig gewesen sein.
Ja. Das könnte ich. Da aus könnte ich weiter. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die Tageszeit ändern. Ich schaue mich erstmal um. Hier gibt es schon wieder so viel zu entdecken. Geh mir nicht auf die Nüsse. Oha, da ist. Oh nein, das ist wieder so ein Boss-Gegnerkampf. Wie komme ich da hin? Ja. Immer mit der Ruhe. Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Spuren. Solche Zeichen waren auch in den Völlendürmin. Weißt du noch? Hier muss ein Seelenfresser sein. Ich kann die Tiere hören. Sie haben Angst. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell mal. Hä? Düngvoll. Also ihr seht mich, ne? Wegen übersehen. Oh, was ist das denn für eine Scheiße? Oh, Drachi, was willst du denn jetzt schon wieder? Autsch. Ey, Drachi! Er fliegt weg! Oh, du Drecksau. Die ganze Zeit hier nerven. Kann nicht wahr sein. Drecksau, ich töte dich, Survival! Durchfall. Noch ein Kadaver. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Wir nähern uns. Beim letzten Mal sah er zunächst nur wie ein Steinhaufen aus. Den Seelenfresser erledigen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst schauen soll. Das ist, hier gibt es so viel zu erkunden. Fangen wir denn an? Also vorhin wollte ich eine Kiste holen und dann hat mich der Drache gestört. Ich hole mir erstmal die Kiste auf der anderen Seite. Dann unsere Seelen frei? Nee. So, hier ist eine Kiste. Da ist noch eine, die ich mir jetzt auch hole. Ja, der Traumbrownie. Ja. Ah, schön, dass ihr noch Träume habt. Alter, das ist riesig hier. Holy shit.
Das sind lauter Risse. Oh nein. Ha. Berserker-Grabstein. Ja. Kerim, danke für den Follow. Wer bist du? Egil der Eidwächter. Okay. Alter. Oh, das war assi, du Drecksau. Ah, die Attacke ist das ist mies. Okay, jetzt chill mal. Der hat sich gerade 5-mal oder so gedreht. Ist das dein Ernst? Dreidel. Dreidel. Scheiße. Was ist denn? Ja. Puri Wuri. Oh, die Attacke ist so mies. Alter, was ist mit dir? Oh, was? Wie assi. Alter. Du willst mich gerade mega verarschen, ne? Brüder, wir wurden getäuscht. Wir sind unser ganzes Leben lang auf dem Weg gefolgt, haben jeden Atemzug dazu verwendet, um sein Ende zu finden. Uns wurde vor Ruhm des Pfades berichtet. Er sollte uns zur Wahrheit führen, aber es gibt keine Wahrheit, die wir finden können. Der Weg führt nicht zur Erlösung, er führt nicht zur Erleuchtung. Er führt in die Schlacht zu Grausamkeitsblut. Ich verlasse den Weg und ich hoffe, ihr werdet mir folgen.
euer Bruder Birgir. Geschrieben von Birgir. Vielleicht hatte dieser Kerl es auf ihn abgesehen. Cool. Spürst du das? Ja. Woher kommt das? Von Erse. Von da unten, von Erse. Von da unten. Hier unten geht's einfach noch weiter. Holy shit. Alter. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Na da, aber ach, ich werde hier Stunden verbringen. Ohne Scheiß, ist schon wieder, guck mal hier. Das ist ja alles. Kann ich da nicht runter? Treffe ich es nicht. Verdammt. Ich glaube, das bringt gerade nichts. Aber ich glaube, ich muss das von hier aus machen, weil wird sonst schwierig. Als ich die Karten aufgemacht habe, waren geile bei. Irgendwie will das gerade nicht. Ich sag nur, du kannst dich freuen. Ich kann mich freuen. So geile Doppelte. Toll, da komme ich gar nicht ran. Ich hasse es. So schnell kann ich das gar nicht hier. Das ist schon hart nervig. Schade, dass ich das nicht mit dem Speer irgendwie entzünden kann.
Nicht der beim Drachen. Töten Sie Tatzelwürmer. Habe ich gemacht. Ach, das ist ein anderer Weg hier hoch? Okay. Verwirrt. Noch einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Ja. Okay, dann hat sich der Weg doch gelohnt. Überrascht werden. Weil die kann ich dann auch zum Opening, wenn ich mal wieder Karten oder so habe, kann ich die dazu aufdecken, weil ich habe mir die noch nicht angeschaut. Wir haben gebracht, was du wolltest. Hab Dank, meine Liebste. Sie wartet auf mich in Folkwange. Folkwange. Jetzt kann ich Sie bitten, die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Wie kann ich euch je danken? Nee, die will ich im Stream mir anschauen. Aber ich brauche halt mehr. Ich ging in eine Methalle. Thor war da. In Vanaheim? Weißt du, warum er da war? Es hieß, er war auf der Suche nach einem Militärposten der Vanen. Ich wollte keinen Ärger, also bin ich schnell gegangen. Danach sah ich ihn nicht mehr. Aber vielleicht haben andere mehr gesehen. Okay. Vielleicht wollte Thor in der Methalle jemanden treffen. Wow, glaubst du, Thor hat dort Mutter getroffen? Fey hat mit mir nie getrunken. Mit ihm hätte sie es auch nicht. Wappen der Verzweiflung. Wenn Kratos Gesundheit auf einen kritischen Level fällt, wird kurz eine unbesiegbare Barriere aktiviert, die bei Abschluss eine Steigerung der Stärke und einen Gesundheitsschub gewährt. Okay. Voraussetzung, Vitalität 100 muss ich wahrscheinlich haben. Manchmal kennen wir unsere Liebsten nicht so gut, wie wir denken. Ich mag dieses Denken nicht. Mach das, Pierre. So, am meisten nervt mich diese Scheiße hier, ne? Riechen die jetzt am besten? Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Mm.
Bis da unten komme ich auch nicht. Das ist schon ätzend. Eben, sie soll trinken, mit wem sie will. Ja. Oh, ernsthaft. Der Junge ist zu langsam. Junge, du bist zu langsam. Das funktioniert halt leider nicht, das ist schade. Dass es dann so explodiert oder so. Weil von da unten, das wird nicht funktionieren. Ich muss das ja von hier machen. Unten ist halt noch weiter weg. Scheiße, ey. Ob das sein? Ach, egal, ich gehe lieber trinken holen eben. Mach das. Jetzt geklappt? Immer noch nicht. Hä? Das fuckt mich voll ab.